Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Wir hörten eben den Vorwurf des parteipolitischen Geplänkels aus den Reihen der Fraktion Die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen. Und wir hörten auch, dass seit 2010 die Stimme der Kommunen im Landtag wieder was gelte aufgrund der Regierung der SPD und der Grünen. All das ist schön, nur werfen Sie sich doch bitte nicht alle gegenseitig dasselbe vor. Denn das Gleiche tut ja die CDU mit der SPD und umgekehrt, hin und her. Der entscheidende Punkt ist aber doch, was wird denn hier vertreten? Hier wird gar keine Sachpolitik vertreten, hier wird Bilanzpolitik vertreten. Bilanzpolitik mit leeren Händen. Nichts haben Sie in der Hand. Das ergeben beide Anträge, sowohl die Anträge der regierungstragenden Fraktionen als auch der Entschließungsantrag der CDU-Fraktion. Denn da steht drin, wir wollen etwas haben. Nur Landespolitik vor dem Hintergrund von strukturellen Fragen, die hier auch im Zusammenhang mit der Finanzierung der Kommunen stehen, ist keine Frage von Wünschen, sondern ist eine Frage von Fakten und Zahlen. Und die Zahlen, die Sie hier einfordern, vor allem die Zahlungen, die Sie hier prospektiv einfordern, stehen so gar nicht, lieber Herr Kollege Körfkes, gar nicht im Koalitionsvertrag im Bund drin. Sie sagen zwar, das steht so drin und so möchten wir es haben, aber wenn man den Text genau liest, steht nämlich genau das drin, dass dieser Koalitionsvertrag in Bezug auf die Kommunen nichts weiter ist als ein Testament. Das hatten wir auch schon am 26.03. in der Aktuellen Stunde, die die FDP beantragt hatte, mit der die FDP-Fraktion ganz offensichtlich den Kern getroffen hatte. Da ging es nämlich gerade darum, was mit den Zahlungen seitens des Bundes an die Kommunen bzw. an die Länder zugunsten der Kommunen, wie es da aussieht. Und da sieht es ganz einfach dunkel aus. Und die Gesetze müssen erst noch verabschiedet werden. Und sie sollen im Laufe dieser Legislaturperiode im Bund verabschiedet werden. Und das kann am Ende sein. Das kann 2017 sein. Und was 2017 verabschiedet wird, wird nicht mehr 2014, 2015, 2016 und 2017 umgesetzt. Also bleibt es doch dabei. Es ist ein Wunschkonzert. Jetzt loben Sie auf der anderen Seite GfG-Erhöhung. Sie loben auch den Stärkungspakt Stadtfinanz. Sie loben indirekt in Ihrem Antrag sogar noch den Kommunalsoli, der gerade auf gerichtlichem Prüfstand steht. Das wird sich ja noch herausstellen, Herr Kollege Hübner. Und ich sage Ihnen noch eins. Mit Verabschiedung des Stärkungspakts Stadtfinanzen stand der momentane Koalitionsvertrag noch nicht zur Debatte. Wie kann es also dann bitte schön sein, dass Sie letztendlich, ja, Herr Kollege Körfs, kommen genau darauf zurück, wie kann es also dann bitte schön sein, und das ist ja auch Gegenstand der heutigen Debatte, dass noch am 26.03. ausgerechnet Sie, Herr Kollege Körfs, sagten, wenn der Stärkungspakt gelingen soll, und das haben wir auch schon im Kommunalausschuss in Frage gestellt, müssen wir aber erstens die 5 Milliarden in 2017 haben. Der Kollege Körfkes hat eine Zwischenfrage. Sie haben ein Glück. So, da gerade ein Wechsel erfolgt ist, lieber Herr Kollege Schulz, haben wir das jetzt registriert. Jetzt geht's los. Herr Körfkes, bitteschön. Würden Sie zur Kenntnis nehmen wollen, dass sich diese Äußerungen wie alle anderen Äußerungen in dem Zusammenhang beziehen auf die zwar vor Ihrer Zeit, auf die gemeinsame Beschlussfassung des Landtages auf dem Jahre 2010, wo wir alle gemeinsam uns hinter die Forderung gestellt haben, seinerzeit gab es da noch eine andere kleine Fraktion, hinter die Forderung gestellt haben, dass der Bund zu 50% in die Kosten der Sozialleistungen eintreten muss und dass das seinerzeit der Bezugspunkt auch für den Stärkungspakt gewesen ist. Wären Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen? Selbstverständlich, Herr Kollege Körfkes, nehme ich das sehr gerne zur Kenntnis. Nur, darf es doch in Zweifel ziehen, ob Sie genau diese 5 Milliarden meinten. Sie wollen mehr. Wir alle wollen natürlich mehr, wir alle wollen unter Umständen eben diese 5 Milliarden jährlich haben. Das ist ja der Punkt, das sagt ja auch der Antrag. Das ist ja genau das, was ich hier im Prinzip kritisiere, dass alle im Prinzip das Gleiche wollen, sie wollen mehr Geld vom Bund. In Wahrheit steht das Land Nordrhein-Westfalen mit leeren Händen da, steht jetzt im Kommunalwahlkampf. Kollege Mustafizadeh und weiß den Bürgern nicht zu sagen und den Kommunen nicht zu sagen, wo sie denn bitte schön das Geld hernehmen wollen.
weil das Land einfach nicht über die Mittel verfügt. Nehmen wir das doch bitte einfach mal zur Kenntnis. Das müssen doch auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande wissen, dass es nämlich nicht davon abhängig ist, dass wir hier im Landtag irgendwas beschließen, sondern dass es davon abhängig ist, dass auf der Bundesebene, wo nämlich SPD und CDU in einer großen Koalition sitzen, entsprechende Beschlüsse fassen. Das sagt ja wiederum auch der Antrag in einem der letzten Beschlusspunkte aus, dass bitteschön der Bund diese entsprechenden Zahlungen in die mittelfristige Zahlungen aufnehmen sollen. Ich sage Ihnen, was ich darüber denke. Ich sage Ihnen, was ich darüber denke, Herr Kollege Mustafizade. Ich weiß, dass über 60 Kommunen im Lande Nordrhein-Westfalen weiterhin auf der Kippe stehen. Nideggen hat gerade mal so die Konsolidierung durch den Sparkommissar geschafft. So weit, so gut. Altena klagt gegen die Einsetzung des Sparkommissars. Wir wissen noch gar nicht, was im Laufe dieses Jahres und im Laufe des nächsten Jahres an Kommunen auf der Kippe steht und ebenfalls ein Sparkommissar hin muss. Ach, nun warten Sie es doch mal ab, bis ich fertig bin. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, Herr Kollege. Ja, also wenn ich mich darauf versteife, so zu agieren, wie Sie das tun, einfach nur auf irgendwelche Wortbeiträge der anderen Kollegen hier reinzudreschen, dann wäre das sicherlich weniger konstruktiv. So, und ich sage Ihnen noch was. Die Politik der ausgestreckten Hand, die Ministerpräsidentin dieses Landes am Anfang der Legislaturperiode verkündet hat, und zwar gerade in Bezug darauf, dass es hier zu einer konstruktiven politischen Zusammenarbeit in diesem Lande auch in Bezug auf die Kommunalfinanzen kommen soll, die sehe ich hier momentan insbesondere auch anhand der Anträge nicht gewährleistet. Wenn es denn doch so ist, und das kam ja hier teilweise in den Wortbeiträgen auch zum Ausdruck, dass die Anträge gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, meine Gott, dann sollte man doch, und da werden wahrscheinlich die Kommunalwahlen im Wege stehen, das sehe ich gerne ein, sich zusammensetzen an einem runden Tisch mit allen Fraktionen und dafür Sorge tragen, dass man Mittel und Wege findet, wie hier die Kommunalfinanzen auf einen sauberen Weg gebracht werden können. Zur Konsolidierung derselben. Und da mag dann selbstverständlich auch eine Altschuldenfonds-Debatte in der Debatte eine Rolle spielen. Selbstverständlich. Bitte? Ja, das ist der Vorschlag. Dann setzen wir uns doch alle zusammen. Und dann sind wir jenseits jedweden parteipolitischen Kalküls, Herr Mustafizade, was Sie hier eingangs vorgeworfen haben, sitzen wir alle zusammen, dann sitzen wirklich alle zusammen. Da brauchen wir kein parteipolitisches Kalkül. Denn die Kräfteverhältnisse im Bund sind nun mal so, dass SPD und CDU an einem Strang ziehen müssen. Dann ziehen doch Sie hier im Land ebenfalls an einem Strang und gehen gemeinsam, SPD und CDU, von mir aus flankiert von den Grünen, der FDP und den Piraten, Richtung Berlin und sagen, Leute, so muss es laufen im größten Bundesland dieser Republik. Das ist doch der Vorschlag. Dann setzen wir uns doch zusammen. Deswegen sage ich Ihnen, die Anträge, ich finde das großartig, dass Sie so laut werden dabei. Ganz offensichtlich habe ich auch da den Nerv getroffen, weil Sie alleine kriegen es nämlich nicht hin. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Es kriegen Sie nur hin, dann, wenn Sie die Koalitionspartner im Bund runtergebrochen auf das Land mit ins Boot nehmen. Das wäre in dem Fall die CDU. Also setzen wir uns zusammen. Kein guter Vorschlag, Herr Kollege Hübner? Naja, okay, dann lesen Sie es dann im Protokoll. Dann lesen Sie es einfach im Protokoll nach, was die Anträge angeht. Sowohl SPD als auch den der CDU werden wir uns jedenfalls von Seiten der Piratenfraktion enthalten. Wir sehen darin gute Wege von der Grundlage her, über die man diskutieren kann, über die man dann auch versuchen kann, herauszufinden, Mittel und Wege zu finden, um gegebenenfalls auf die Große Koalition im Bund auch noch selbstverständlich mit Hilfe des Bundesrates und der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen vermittels der Ministerpräsidentin dieses Landes entsprechenden Druck aufzubauen. Und auch der anderen Bundesländer, denn die trifft es ja nun gleichermaßen. Das ist ja nicht nur NRW, wo die Kommunen irgendwie in der Schieflage sind. Es gibt noch andere Bundesländer. Lieber Herr Kollege, vielen Dank. Prima. Dankeschön.